Ja, der Nördlinger Blaulichtball, dieses Jahr ein ganz besonderer, das 30-jährige Jubiläum. Also seit 30 Jahren machen die Rettungsorganisationen, Polizei, Rotes Kreuz, die Feuerwehr und auch neuerdings das THW zusammen den Faschingsball. Nördlingen ist ja traditionell keine besonders große Faschingshochburg, aber so ein Highlight gibt es dann doch bei uns im Jahreskalender im Fasching und das ist eben der Blaulichtball. Mit normalerweise immer einem speziellen Motto. Dieses Jahr im Jubiläumsjahr einfach allgemein die Highlights der vergangenen Jahre. Das wird sich auch im Showprogramm dann nachher widerspiegeln. Da werden einige eben Höhepunkte der letzten Jahre dargeboten werden. Wir haben natürlich auch immer und den tagesaktuell, den politischen Teil sozusagen, den Teil Marktgespräch mit der Türmerrede. Das ist so ein bisschen das, was ein bisschen auf das aktuelle politische Tagesgeschehen abzielt, wo auch so ein bisschen in Richtung der Blecken geht, wo man unseren politischen Mandats- und Entscheidungsträgern ein bisschen den Spiegel vorhält, Richtung politische Satire und dann natürlich das Showprogramm und Mitternacht, eins der absoluten Highlights, dazwischen viel Musik, die Band ohne Filter ja auch schon von Anfang an mit dabei und machen da ein ganz tolles Party- und Stimmungsprogramm für alle Tanzstile, auch was dabei, bis in die frühen Morgenstunden, dazwischen Barbetrieb, gutes Essen, Trinken, Geselligkeit, alles, was es zu einem Faschingsball braucht. Das Ganze in dem schönen Rahmen des Nördlinger Stadtsaals, des Klösterles, ja auch schön dekoriert heute extra für diesen Tag und ich denke, da kann man es aushalten.